Hallo meine lieben YouTubis und herzlich willkommen. Mal wieder ein Video vom Pferderücken aus. Und es geht natürlich auch um ein Pferdethema. Und zwar mal so ganz kurz daran erinnert, wie eigentlich so das Konzentrationsvermögen unserer Pferde ist. Als erstes mal sei gesagt, also wir Menschen, wenn wir echt gut sind, können wir uns noch nicht mal 20 Minuten am Stück konzentrieren. Also die Besten können sich 18 Minuten am Stück konzentrieren. Das ist ja schon mal nicht so ganz viel und das sollte man auch auf der Arbeit berücksichtigen. Also alle 20 Minuten auch mal wirklich eine Pause machen und aufstehen und sich die Beine vertreten oder mal ein bisschen frische Luft schnappen am offenen Fenster oder so, wie auch immer. Nun kommen wir aber zu unseren Freunden, den Pferden, und die können sich nämlich nur ganz, ganz kurz konzentrieren. Das heißt also nicht mehr als ein paar Minuten und das müssen wir unbedingt, jetzt muss ich hier mal um die Ecke reiten, das müssen wir unbedingt beachten, wenn wir mit den Pferden arbeiten. Gerade auch junge Pferde, die können sich also noch kürzer konzentrieren als routinierte Pferde. Und das müssen wir uns immer, immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir es mit einem Tier zu tun haben und dass es gar nicht so lange am Stück mitmachen kann. Also das heißt, wenn ihr Bodenarbeit macht, wenn ihr reitet und konzentriert reitet, macht also wirklich alle 5 Minuten immer Pause, gebt den Zügel hin, gebt ein Leckerli, lasst das Pferd verschnaufen. Das ist also unheimlich wichtig und fördert auch den Lernprozess. Beim Ausreiten ist es natürlich jetzt so, dass da ist die Konzentration ja jetzt nicht so abgefragt, also nicht so das Konzentrationsvermögen, da macht es dann nichts. Und das ist ja dann auch eher für alle Beteiligten erfrischend. Aber wenn ihr auf dem Platz reitet und mit dem Pferd wirklich arbeitet oder eben Bodenarbeit macht, denkt dran, also nicht zu viel von euren Pferden abfordern. Es kann gar nicht so lange etwas leisten. Wenn euch der kurze Hinweis gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt mir einen Daumen nach unten. Abonniert super gerne meinen Kanal, schreibt Kommentare, Fragen. Drückt das Glöckchen, dann verpasst ihr kein Video mehr und teilt das Video. Und auch diese Message nochmal, bringt das auch euren Kindern bei. Wenn ihr Kinder habt, die reiten, sagt denen das auch, dass das Pony oder das Pferd oder was auch immer, oder generell das Tier, Tiere, bei anderen Tieren ist es ja nicht anders, dass die gar nicht so lange mitmachen können, wie man es vielleicht so in seinem Übereifer und Arbeitswut, sage ich jetzt mal, erwarten würde. Da denkt man ganz oft nicht dran, vergesst das nicht. So, meine Lieben, dann habt's euch wohl. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Go vegan, Namaste und bis zum nächsten Video.